Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Herta Möller floh 1987 vor der rumänischen Diktatur nach Berlin. Im Jahr 2009 schrieb sie den Roman Atemschaukel, der den Leiden ihres Freundes und großen Lyrikers Oskar Pastior Ausdruck gibt. Oskar Pastior war, wie viele deutsche Rumänen, nach 1945 Gefangener in einem sowjetischen Arbeitslager. Davon handelt das Buch Atemschaukel, für das Möller im Jahr 2009 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Warum hat Möller gegenüber Joan K. Rowling den Vorzug erhalten, die seit 1997, als Harry Potter and the Philosopher's Stone erschien, 7 Harry Potter Romane mit weltweitem Erfolg veröffentlichte? Ich vergleiche 2 Passagen aus den beiden Romanen. In der Atemschaukel sucht der Held beim Kohleschaufeln mit seinem Hunger zurechtzukommen, indem er den Hunger der Arbeit unterstellt. Seine Schaufel hat die Form eines Herzens. Es heißt im Roman: Ich bräuchte die Herzschaufel nicht, aber mein Hunger ist auf sie angewiesen. Ich wünschte, die Herzschaufel wäre mein Werkzeug, aber sie ist mein Herr. Das Werkzeug bin ich. Sie herrscht und ich unterwerfe mich. Sie sorgt dafür, dass sich das Schaufeln vor den Hunger schiebt. Die Herzschaufel bemerkt sofort, wenn ich nicht ganz bei ihr bin. Dann schnürt eine dünne Panik mir den Hals zu und der Hungerengel hängt sich ganz in meinen Mund hinein, an mein Gaumensegel. Es ist seine Waage, es lässt meinen Atem schaukeln. Die Atemschaukel ist ein Delirium und was für eins. Die Wörter gewinnen hier eine neue Bedeutung. Herzschaufel, Hungerengel, Atemschaukel. Müller schreibt auf befremdliche Weise über die Grenzen der Erfahrung. Bei Rowling ist das völlig anders. Sie erzählt, was in der menschlichen Erfahrung unmöglich ist, auf gewöhnliche Weise. Harry sieht im Zauberspiegel erstmals seine Eltern. Ich zitiere: Nun, da von Filch und Snape nichts mehr zu hören war, schwand Harrys Panik und er näherte sich dem Spiegel, um sich darin zu sehen und doch nichts zu sehen. Er trat vor den Spiegel. Er musste seine Hände vor den Mund schlagen, um nicht zu schreien. Er hatte eine ganze Ansammlung von Menschen gesehen, die direkt hinter ihm standen. Der Unterschied liegt also darin, dass im einen Roman die Erfahrung in die Sprache eingeht, im anderen nicht. Der Unterschied liegt im Literarischen. Nun ist das Literarische nicht notwendig das Kriterium der schwedischen Akademie, die jährlich den Nobelpreis vergibt. Im Vordergrund steht der Geschmack ihrer 18 Mitglieder. Sie kommen aus verschiedenen Räumen, sind Dichter, Kritiker und Philologen. Der Geschmack ist ihre Form, sich dennoch untereinander zu verständigen. Dass der Geschmack sich ständig wandelt, zeigt die Geschichte der Nobelpreisentscheidungen. Er ist nötig, um das Testament von Alfred Nobel aus dem Jahre 1895 und das Hauptwort darin auszulegen, das Wort Idealist, als Kriterium für die Dichtung, die auszuzeichnen sei, das, wie Nobel schreibt, vorzüglichste Werk idealistischer Prägung. Anfänglich wurde das Wort dem Anarchisten Nobel folgend als anarchisch ausgelegt, bis 1945 als konservativ schön, dann als bahnbrechend. Der Geschmack allein, das ist daran zu sehen, reicht nicht aus. Glücklicherweise drängt sich immer wieder das genuin Literarische, von dem ich sprach, vor, fast spontan, ohne die alte normative, idealische Grundlage, wie eben für die Atemschaukel. Vielen Dank.